Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit SimCity 4. Ja, es ist schon etwas länger her, dass ich aufgenommen habe, aber ich freue mich natürlich riesig, denn die alten Gefühle kommen hoch. Das Spiel ist halt immer noch sehr geil. Ich krieg leider SimCity 5 nicht zum Laufen. Ich weiß nicht warum. Muss ich mir mal nochmal durchlesen. Aber vielleicht könnten wir, wenn ihr wollt, dann auch unter Good Old Times SimCity 5 laufen lassen, denn es ist ja auch schon ein bisschen verjährt und wirklich aktuell ist es ja auch nicht mehr. Was mir auch schon gesagt wurde, ich soll doch bitte Train Fever spielen. Wenn das von euch gewünscht ist, kann ich das gern machen. Da könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare irgendwas reinschreiben, falls es gewünscht ist oder nicht, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit SimCity 4 an und ich gehe erstmal in den normalen Spielmodus und ich brauche mein Overlay, das ist glaube ich hier, genau. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben gar keine Nachfrage, das ist natürlich etwas blöd. Was könnten wir denn dann machen? Wir könnten mal durchgucken. Hier sehen wir die Jobs. Sehen wir auch irgendwo. Ne, das sehen wir wahrscheinlich hier. Feuergefahr, genau, da haben wir ja einmal hier unten die Feuerwache. Oh, wir haben hier oben noch gar nichts. Okay, da würde ich mal gleich eine Feuerwache hier oben reinsetzen. Feuerlandebahn, ach du Heile. Am besten setze ich das hier rein. Was haben wir hier? Ne, meine. Keine Zeit gerade dafür. So, hier. Ja, ist okay. Kriminalität. Auf den Feldern hier, aber ich habe noch gar keine Polizeiwache, kann das sein? Egal. So, die Bildung. Ja, okay, das ist natürlich alles auf dem Fleck. Warum ist denn die Bildung so abgrottig schlecht hier bei den ganzen Leuten? So, Verkehr ist auch... Oh, okay, die Straße hier ist komplett überfüllt. Das Feuerwehr braucht längeren Arm. Was? Dringend mehr Feuer machen oder... Noch mehr Feuerwachen. Ja, oder ich setze halt die Feuerwache hier rein. Okay, gut, der ist damit schon zufrieden. Wenn ich die alte abreiße und einfach die gleiche nochmal baue. Nein, das will ich jetzt nicht. Was mir zwischenzeitlich ein bisschen aufgefallen ist, was ich auch in Forums und allem möglichen gelesen habe, dass das Spiel gerne bei solchen Mitfahrten gerne abstürzt. Deshalb ist halt die Frage, ja, sollen wir solche Mitfahrten machen und das Risiko besteht, dass dann das Spiel abstürzt oder wollt ihr lieber sehen, wie wir so die Städte aufbauen? Das ist eine Frage in ja, das ist eine Frage in das Video. Gesundheit. Ja, da haben wir ja hier das Große, aber warum ist heißt es rot schlecht oder? Was ich auf jeden Fall mal machen wollte, da machen wir mal schnell Pause.
Ich wollte gerne hier die Agrarfelder etwas angleichen. Müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Denn ich würde am liebsten solche kleine Viererfelder machen. Denn das ist das Kleinste, was ich bauen kann und das ist halt am effektivsten auf den kleinsten Platz. So, deshalb würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4. Hier kommt eine Querstraße. 1, 2, 3, 4. Hier kommt eine. Oh, das passt ja. Das sind ja genau da auch nochmal 4. Das würde ja perfekt passen. Genau, dann werten wir die auf. So, dann kommen kleine Straßen hier rein zwischendrin. Ja, immer zwei kleine, dann würde ich eine große machen, die hier mit der Schnellstraße verbunden ist. So würde ich das jetzt einfach mal machen. Sind es 4? 1, 2, 3, 4. Ja, ich verbinde das jetzt erstmal. Das passt da perfekt. 1, 2, 3, 4. Genau. Lege ich da mal gleich die Wasserleitungen. Flup, sehr schön. Ja, das kostet alles Unterhalt. Ja, deshalb machen wir das so. Denn umso weniger müssen wir natürlich auch ausgeben. Ich drücke einfach mal wieder auf Start. Ja, gut, also da brauchen wir bislang noch nichts ändern. Ich kann ja eigentlich nichts machen, wenn die Anfrage immer so extrem im Keller ist. Was willst du denn machen? Ja, also später wird ja natürlich hier irgendwann mal die Schnellstraße hier durchgezogen werden, das ist natürlich klar. Ich habe ja auch noch Autobahnen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja auch noch die Schiene. Mein Gott, was wir alles später machen. Monorail. $100 pro Abschnitt. Puff. Oha. Verschiedene Transportwege. Ja, die Bushaltestelle, die haben wir ja schon, genau. Dann haben wir noch. Ah, okay, wir haben U-Bahn, Hochbahn, Transstation, genau, wir können das wechseln. Wir haben ein Parkhaus, Mautstation. Genau, dann haben wir noch einen Flughafen. 700. Seehäfen. Ich habe ja hier kein. Ah, doch, ich habe Wasser. Ja, gut. Oh, Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Erst Grabsnöte in Kartoffelhausen. Das Gebetshaus trägt sein Nötiges zum spirituellen Leben von Kartoffelhausen bei Bürgermeister. Die Sims haben ihre Einstellung zum Jenseits geändert. Jetzt bitten sie darum, dass ein Friedhof in der Stadt angelegt wird. Ich denke, wir sollten nicht das Risiko eingehen, dass uns sonst verärgerte Gespenster nachts heimsuchen, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, Moment, ich würde mal dann schnell, weil ja die Nachfrage auch gestiegen ist, würde ich kurz hier. Oh fuck. Würde ich kurz hier alles ausbauen. Genau, so. Kommt die Straße hier rein und die hier. Und dann kommt hier unser Friedhof. Kommt hier rein. Perfekt. So, also es ist gestiegen. Dir der kleine Wohnraum.
Nee, so möchte ich das nicht. Am besten so. Genau. Machen wir das so. Wunderbar. Oder, Moment. Ich mach das hier raus und die hatten ja auch Nachfrage nach schwachem Gewerbegebiet. So. Zucker in der Stadt habe ich doch schon gemacht. Brauche ich nicht nochmal. Habe ich jetzt. Ah, ich habe noch keine Rohre da nach hinten verlegt. Ja, nicht meckern, ihr habt ja schon. Ja, seid ihr überhaupt an das Energienetz da hinten angeschlossen? Naja, okay, gut. Das überträgt sich. So, ich werde mal ganz kurz. Ist das Speichern? Genau. Wir müssten schon fast die Schnellstraße hier ausbauen. Geht nicht, wieso geht es nicht? Okay, komisch. Habt ihr. Ach ja, stimmt. Moment. Ihr habt ja Anfrage auf Agrar. Dann gebe ich euch mal das hier frei. Okay, Rohre habe ich schon verlegt. Genau, sehr gut. Wie sieht es denn mit dem Verkehr hier aus? Oh, hier staut sich's. Ist natürlich nicht gut. Die mal ausbauen. So. Ja gut, das ist natürlich. Warum sind denn hier überall Löcher? Sind die Gelder für den Verkehr so niedrig oder wie? Straßeninstandhaltung ist doch fast ganz oben. Monatliche Einnahmen für Straßeninstandhaltung. Okay. Ausgehverbot. Atomfreie Zone. Ihr möchtet immer noch Wohnraum. Moment. Nicht so viel auf einmal, bitte. Du Heilige, warum? Ihr habt doch da immer noch. Oder möchtet ihr die Dreierfelder nicht haben? Egal, ich baue da jetzt auf jeden Fall mal noch einen Park rein. Fußballfeld? Wäre eine Idee. Upsa. Oh. Kranke Busfahrer, ne, das haben wir ja schon. Was sagt die Bildung? Ich frag mich, warum die Leute so ungebildet sind bei mir.
Bildung. Ist fast komplett unten auf Null. Bildung nach Alter. Wo sind das drin? Öffentliches. Nee, Quatsch. Gesundheit und Bildung. Moment, Moment, Moment. Ich möchte gerne da noch eine Bushaltestelle hinbauen. Oh, jetzt habt ihr schon alles vollgebaut, ne? Dann. So. Meine Bürgermeisterbewertung, wie sieht die aus? Oh, warum war sie hier so hoch? Ist doch alles gut. So, was wollt ihr denn? Ihr wollt immer noch Agrar. Okay. Da ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. So, hier einmal Agrar für euch. Und das geringe Wohngebiet. Sag mal. Müsst mir tatsächlich echt schon fast überlegen. Hup, 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 hup. Wie wird das denn anstellen? Ich baue das Ganze jetzt einfach mal in der vierspurigen Straße aus. So, das würde bedeuten, wir machen, was weiß ich, irgendwo hier wieder unseren Schnitt. Guck mal, wir könnten ja da. Halt, warum geht das nicht? Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Wir könnten ja zum Beispiel gleich sagen, dass wir hier diese Einbahnstraßen machen, wie da hinten ja auch schon. So, zum Beispiel. Wir könnten das so regeln. Hehe. Das sieht doch nicht schlecht aus.
Ja. Wunderbar. Wir setzen natürlich da hinten bitte ein. Irgendwas mit dem Park. So. Wir könnten das Ganze hier natürlich auch so ausbautechnisch fertig machen. Dass wir später noch die Privatschule in den Friedhof umändern müssen. Sag mal, die Nachfrage. Kartoffelnhausen hat Landstraße im Überfluss, keine kleine Straßen in Gefahr. Okay. Aber wenn halt auf den viel Verkehr ist, was soll ich denn machen? Hier, guck dir das an. Was ist denn, wenn ich hier oben durchschnittliches anpflanze? Werden die einfach nicht besetzt, oder? Ich probiere das jetzt mal aus. So, was passiert jetzt? Interessieren die sich dafür? Ich speichere mal schnell. So, ach du Heilige, was haben wir denn jetzt hier alles? Ausgerutscht auf Lama-Mist. Okay. Ich hoffe, dass uns das Spiel jetzt nicht abstürzt, ansonsten habe ich gespeichert und wir würden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Aber das hoffe ich natürlich nicht. Was Sirene an ist, Enter. So, meinte ich natürlich. Was muss ich machen? Jetzt zum Krankenhaus, okay. Geht mir alle aus dem Weg. Nee, nicht mehr in den Weg stellen. Da ist das Krankenhaus, genau. Das ist gerade am Ende von der Schnellstraße. Epidemie-Forschungszentrum. Oh! Das klingt doch nicht schlecht. Ah, das ist für die ganze Map. Zombie-Hirne. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Was war das noch? Okay, nochmal speichern. Denn die Folge ist leider schon vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei den Good Old Times. Macht's gut, bis dahin. Ciao.